Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, Deutschlands erstem Sneaker, Streetwear und Lifestyle Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und Fabian Fertig-Gosler. Yo, yo, what up, fam? Wie man unschwer erkennen kann, wenn man diesen Podcast, die 146. Episode wohlgemerkt, auf YouTube schaut, aber auch unschwer hören kann, wenn man nur diesen Podcast hört, wir sind heute nicht im Studio. Wir sind in Berlin-Kreuzberg, denn heute findet die Crab City Sneaker Messe statt. Und wir freuen uns sehr, dass wir, genauso wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr zusammen mit StockX in dieser freundlichen Zusammenarbeit und in diesem Advertorial checken können, was die Messe uns zu bieten hat. Ja, yes, wie du sagst, wir waren letztes Jahr schon hier. Wir sind jetzt in Kreuzberg, checken es aus, gucken, was Leute kaufen, was Leute verkaufen, wie sich der Markt entwickelt hat. Und wir haben ja jetzt fast Ende 2023. Wir checken einfach, wie sich die Leute fühlen und was für Sneakers gibt. Gibt es irgendwas, was du unbedingt brauchst, was du suchst, was du vielleicht mitnehmen wirst? Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen, die ich suche. Wir lassen jetzt mal den Isma Road Warrior raus, weil das ist eine ganz lange Geschichte und eine mittlerweile sehr langweilige. Nein. Es gibt ja diesen Double Taps New Balance aus 2020, der 992. Wenn ich den finden würde zu einem guten Preis, why not? Und du? Kein schlechter Pick. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Red Lobster, auch zu einem guten Preis, weil natürlich, man könnte jetzt StockX aufmachen und kurz eben das Geld ausgeben, aber Sneakermessen sind ja auch dafür da, mal zu schauen, ob man ein bisschen verhandeln kann. Vielleicht kriegt man ihn für einen etwas besseren Preis. Die Preise haben sich ja auch geändert. Ein paar Schuhe sind ein bisschen günstiger zu kriegen. Ob der Red Lobster dazu gehört, wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln, aber ja, der muss irgendwann wieder ran. Vielleicht schaffe ich es ja heute auf der Crab City. Wir werden das in den nächsten Minuten im Podcast hören und sehen. Ich würde sagen, lass uns auf den Weg zur Messe machen. Let's go? Let's go. Let's go. So, wir sind jetzt angekommen, wir sind endlich drin. Endlich angekommen. Aber bevor wir starten... Ey, wir müssen über diese Parkplatzsituation sprechen, ne? Genau. Ist ja nicht so, als ob ich nicht erst schon seit über 10 Jahren in Berlin wohne und mir nicht klar wäre, dass, wenn so eine Veranstaltung in Berlin-Kreuzberg stattfindet, es vielleicht ein bisschen dumm ist, mit dem Auto anzureisen. Aber ich dachte wirklich, die Zufahrt zum Parkhaus wäre da vorne gewesen. Hat nicht funktioniert. Dachte ich auch. Nächstes Jahr kriegen wir einfach einen VIP-Parkplatz. Ron, you listening? Ja, ich hoffe, ihr habt's gehört. What's on my feet today, ne? Genau, what's on your feet, Amma? Bei mir heute Nike SB Dunk Low Oompa Loompa, der allererste SB Dunk, den ich mir damals gekauft habe. Da bin ich extra mit dem Zug von meiner Unistadt Duisburg nach Dortmund in den Skate Shop gefahren, um ihn mir zu kaufen. Dachte damals noch so, oh Mist, der ist eigentlich eine Nummer zu groß, aber... wusste da noch nicht, dass mir SB-Dunks eigentlich auch eine halbe bis eine Nummer groß, je nachdem, auch auf jeden Fall gut passen und es dann auch vollkommen egal ist. Also von daher war es ein guter Pick und den musste ich heute einfach mal wieder ausführen. So ein bisschen auch ein bisschen Farbe in dieses am Anfang des Tages doch triste Wetter bringen. Und das gibt's bei mir heute. Was ist bei dir geworden, mein Freund? Ja, mein Schuh ist deutlich neuer. Es ist der High Snobiety Bathing Ape Babestar in dieser schönen Creme-Farbe. Mhm. Ich finde den an sich ganz nice. Passt auch zu dem etwas bunteren Outfit, was ich heute anhabe. Du hast so gewählt. Du bist outfitmäßig bunt und unten schlichter. So ein bisschen Kontrast. Ey, das haben wir heute Morgen auch im WhatsApp-Chat geklärt, so wie wir uns anziehen. Picks hin und her geschickt. Nee, ich muss sagen, ich finde den Schuh ganz nice. Aber verglichen mit anderen Babestars, die ich habe, zum Beispiel der Soulbox, ist die Qualität hier nicht ganz so gut. Ah, wirklich? Okay. Ja, der ist aber bequem und wie gesagt, ein sehr, sehr cleaner Colorway, den kann man eigentlich zu allem tragen, deswegen eigentlich ein guter Pick für heute. Sehr gut. So, jetzt haben wir gesagt, was wir heute am Fuß tragen. Jetzt bin ich mal gespannt, was später hier noch an den Füßen so zu sehen sein wird. Ich sehe schon John 4 natürlich, hab da vorne schon ein Para Air Max 1 entdeckt, hier noch ein Sakai Vapor Waffle, ein paar Dunks, also eigentlich gut gemischt bisher. Wir begeben uns jetzt auf jeden Fall rein in die Hallen und schauen uns natürlich auch an, was so auf den Tischen stehen wird. Let's do it! Crab City 2023, wir stehen hier mit Founder und Organisator Ron. Wir haben ja letztes Jahr schon die Crab City zusammen mit StockX begleitet. Auch dieses Jahr tun wir das Ganze wieder und natürlich muss Ron ins Interview. Ron, how are you? I'm really good, thanks. Yeah, really, really good. So how are things going? Yeah, we're really happy. So we did the event last year and we had a really good response, but it was kind of like a starter event for us, like a first one to test the market. So we've like really tried to step things up. We've got like a much better like professional events venue, got like a lot more local partners involved, more brands involved, and like loads more sellers. So it's like a much better and more fun day for everybody. Yeah, it's funny that you say that because I also had the feeling when I walked in here that it's a lot more professional. Not that, you know, the last one wasn't, but I felt there's more space to kind of browse, walk around. It is bigger. Yeah. And I feel like there's more people here. Is that right? Yeah, there's more people here for sure. But
I think the thing was, last year we really wanted to do something in Berlin, and obviously, like, there's only so many venues that you can find that are, like, not going to be super expensive. Especially after COVID. Yeah, or, like, you know, taking a massive risk. So I think we just did something just to start. And then we're always, even before the event last year, I was just like, this won't be where we do it the next year. It has to be better. So, yeah, it's great, like, to, you know, do something which is kind of, like, on par with what we do in our UK shows and our Amsterdam shows. So it's, like, kind of at that level. So it's, like, it's what Berlin deserves, really. So, yeah, we're really happy with it. Is it safe to say that Berlin has been established now on the Crepe City calendar, that, you know, looking into the future, you and your team could become a mainstay here in Berlin? Yeah, definitely. So, I mean, we're already making plans to do the show again next year. Like, yeah. Good to hear. Yeah, we really, really love it here. Like, it's such a cool place. And, you know, we find we've been really well received by, like, local people and also, like, local partners, guys like yourselves, some of the other people as well. So, you know, it's like we feel really welcome here, and we really feel like we want to, like, you know, keep doing more. And, you know, if people keep coming and more people keep coming to each one, it just makes more sense. Yeah, for sure. The sneaker resale market was a tough one in 2023, I guess I can say. How do you, what's your take on that topic? How do you see the market right now? What the value? Stuff's going up, stuff's going down. People can get more or have more access to sneakers. It's really, really interesting. So I think what you see at the moment is the brands have got very greedy, like the retail prices are way too high, and it's come at a time where the brands have really, like, the current phases that they're in have run out of ideas. So, like, obviously with Adidas, like, the Yeezy situation happened, and that was, like, their golden goose. And then with Nike, like, the Dunk was their, like, main thing, where they were just rinsing and repeating, bringing out loads of colorways, different materials of the same shoe, making loads of money, and that's just died off as well. So, but I think what's really interesting is you come to these events and people are still coming. They're paying money to come to the event to come and be able to buy trainers. And also they are leaving with stuff. So there's definitely a market there. I think you've got, like, some resellers, unfortunately, like, they got into the game during 2020, during Corona, and maybe, like, they're not in it for the long term or able to be in it for the long term. But then at the same time, like, it's not just all about the most recent releases. But I think what's interesting is people are still buying stuff in the secondary market despite, like, slow, like, tough trading conditions. So it does make you think, like, once the brands get their act together, you can kind of see it with Adi now, like, bringing out, like, campuses and stuff like that, and there's, like, a lot of interest in that. So they've revived, like, a very old silhouette, and I think, like, we're on the cusp of, like, a new, like, wave. So it's plateaued at the moment, but I can see it really growing up. So speaking about sneaker culture, the topic of our panel is sneaker culture dead? I think I'm just going to pose you that question. Is sneaker culture dead? I think the old sneaker culture that, like, probably people of, like, my age and of my generation probably isn't a thing. But then I don't know if that's necessarily a bad thing either, because I think it was, like, a very closed shop. It wasn't really open to, like, a lot of people. And it was, like, you know, very, like, male orientated, and, like, you know, people, like, reminiscing about how they got some shoe from somewhere and met some person and whatever. Whereas I think now it's a lot more open and accessible to everybody, which is really, really cool, and I think that's really important. I think there's maybe, like, you may argue, like, resale culture has taken over rather than sneaker culture itself. So it's people see it more of like a growth asset. But I think it's definitely, like, there is still some sort of culture and relevance around, like, this, like, sneakers and, like, the music and the clothing and everything else that comes to it. It's just different. Yeah, exactly. It's evolved. It's changing. It's ever changing. And I think that your point about how open it's become and it's more accessible, I think events such as this are also a big reason for that, right? That this is something that brings people together around a common interest. Yeah, for sure. I think as well, like, what you find is, like, the really, like, hardcore, like, sneakerheads who they would come to an event looking for one specific shoe in a brand new condition in their size. Like, that's not possible. So, unfortunately, like, it's not really for people like, it's probably like people like myself. It's not, you have to be realistic. It's like for people who just, like, love trainers and, you know, they want to buy stuff and, you know, they're not, like, too proud to pay resale either. Like, you know, they're just happy to, they love it, so they're happy to pay like a fair
market price for what they want to buy. So just real quick, you mentioned maybe that this is not for people like you. Yeah. What are you looking for? What would you? What is your sneaker that you need in the perfect condition and the sneaker in your of the size? Year. Sneaker of the year. That's the main question. Sneaker of the year. You know, it's almost the end of 2023, so we have to ask the question. That's sneaker a good of the question. Year. Like, do you know my favorite shoe this year? I really like the Vomero 5, and it was a pink pair. Yeah. Oh yeah, and they was were nice so one. Hard, but they only came out in women's sizes. That was like. That's the one pair like I really, really wanted and just couldn't get my hands on. Because they never made, I think they didn't make anything bigger than a size UK 7 or 7.5, something like that. But yeah, I know for me, like I'd really like to buy like, so I know there's like certain pairs like Air Maxes from like the like mid-2000s and things like that, like you'd love to purchase, but you're never going to find them in like dead stock condition at an event. But you also can't complain that you can't find a 20-year-old shoe in dead stock condition at a show either. Yeah, that's true. Word. Then thank you very much for joining us, Ron. Yes, it's Ron. Been a pleasure having you on the show, and also thank you for inviting us to your event. It's been a great one. Coming through. It's like been a real pleasure to meet you guys again and to work with you on this one. Yeah, thanks for coming. See you in 2024. Definitely, definitely. See you then. Thanks. Hey, cheers. Thank you. Thanks. Wir sind hier jetzt am Stand von Prime mit Non, ein alter Freund von uns. Der war ein paar Mal bei uns im Interview. Non, how are you doing? I'm good. So, back at Crepe City a year later, have things changed in terms of what you've brought here? I obviously see a lot of Air Max 1s as per usual, but is there anything else that you've pulled out that maybe you didn't have last year? No, some Jordans. No, it's the same. We are Air Max people. We like Air Max. And how's the last year been in terms of the market? You've seen that, you know, maybe, you know, we don't want to talk money, but like the prices have obviously dipped a little bit, but that means that maybe a lot more people are buying. Is that true? I think people are more buying, and the problem now is again, like in 2018 or something, you know, prices will drop because it's too many MX1s on the market, too many Dunks, too many Jordans. So price will drop, and I think next year or the year after it will go up again. Are you going to use that as a chance to maybe pick some things up for yourself or maybe also for the store in anticipation of the prices rising again? Yeah, if I think it's good to do that because I know even Dutch people like are like, yeah, I missed this one last year, so we always try to buy a lot of shoes, put them away a year, 2 years, and then put them back on the shelves. And what do you think about some of the newer Air Max ones that have come out recently in terms of shape, colorways? You feeling them, or is it still more the OGs for you? It's still more the OGs, but I like really this pair. This is one of the pairs I only like from the last 1,000 came out in the last couple of months. This one I like, and the rest, nah, I'm not so fan of it. What's the reason for liking this one above the others? I think the colors and the materials are really good on this pair. Yeah, I like it. It's a real summer shoe. I like it, yeah. So for the people that are not watching this on YouTube, we're talking about... What do you know the official colorway name? No, Patels? Yeah, so it's got the pastel colors, yeah. And a nice mini swoosh on the front. Reminds me a little bit... Wait there, sir. Nobody knows. It's a very nice shoe, though. Very nice Air Max 1. Yeah. We asked you last time. We're going to ask you again. Is there anything that you're maybe looking to pick up from other stalls here today for yourself? I think I want to buy a Jordan 4 Canvas for myself. It's a good shoe for on the bike. I like biking, and it's black, and I can just clean it easily. Yeah, the Jordan 4 Canvas. Very nice. Well, then we hope you find it. Thanks for talking to us, Non. Always a pleasure having you on. Julia Scheurer, die Sneaker Queen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, zu der wir dich im Podcast hatten, weil ich so schlecht mit Zahlen bin, aber es ist noch gar nicht so lange her und es ist immer wieder schön, dich zu treffen. Vielen lieben Dank, es ist immer wieder schön, dabei zu sein. Crepe City 2023. Wenn du auf eine Messe gehst heute, ne? Was machst du da eigentlich? Also in erster Linie ist es immer ein bisschen wie Klassentreffen. Ich treffe viele Leute, die ich kenne. Das ist immer der schönste Teil. Aber ich gucke mir tatsächlich auch an, was sozusagen gerade heiß ist bei den jüngeren Generationen. Und ich schaue immer sehr gerne dabei zu, was die Leute auch tragen und wer mit wem
in welchem Outfit kommt. Also zum Beispiel habe ich schon gesehen, ganz viele kleine Kids im Partnerlook mit ihren Eltern, finde ich immer süß. Ja, das haben wir auch schon gesehen, das finde ich auch sehr sweet. Fabs, du kannst wahrscheinlich noch ein bisschen besser relaten, so als Vater, ne? Ja, das ist natürlich ein Muss, wenn man ein Kind hat. Da kauft man gleich einfach zwei Paar, ne, in zwei verschiedenen Größen. Aber so, dass du jetzt, ich meine, du guckst ja sehr viel nach Vintage und das ist ja auf den Messen heute gar nicht mehr so stark vertreten. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, wenn mir das unterkommt für einen guten Preis? Weil Fabs und ich sind gerade auf der Suche. Wir haben noch nicht das gefunden, was wir suchen. Aber was suchst du? Ein Red Lobster hätte ich gerne wieder zum guten Preis, aber gestaltet sich sehr schwierig bei Fabs. Ich suche einen Double Tabs, New Balance 992. Das ist ein bisschen einfacher vielleicht, aber der gute Preis könnte da ein Problem sein. Ja, aber den habe ich hier noch nicht gesehen. Ich habe andere New Balance gesehen, aber den noch nicht. Aber gibt es irgendwas, wo nach Julia schaut? Also ich finde es tatsächlich ein bisschen traurig, wie du schon sagtest, dass die Vielfalt, obwohl die Kultur so vielfältig ist, die Displays nicht mehr so vielfältig sind. Ich glaube, es wird immer irgendwo auch ein Schuh sein, wo ich denke, oh ja, cool, gefällt mir. Aber auf so Messen kaufe ich tatsächlich relativ wenig, da ich ein bisschen geizig bin. Aber gab es mal bei dir die Überlegung, dass du sagst, ich verkaufe jetzt mal Sachen und mache mal so richtig groß und Vintage-Aufschlag auf einer Messe? Nie. Noch nie? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, meine Schuhe zu verkaufen. Und jedes Mal, wenn ich mir ein Zweitpaar kaufe, mit dem Gedanken, okay, das kaufe ich mir zum Refinanzieren des eigentlichen Schuhs, ich behalte sie fast immer. Deshalb, also ich kann mich irgendwie nicht trennen. Got it. Ganz kurz als Follow-up dazu. Die Messe ist ja relativ groß, ne? Braucht es für die Culture auch irgendwann mal so eine Vintage-Messe? Die muss ja nicht in der Größenordnung sein, aber wäre das vielleicht irgendwas, was man nach Berlin bringen kann und dann irgendwann mal in anderen Städten wiederfinden würde? Ich denke schon, also reine Vintage-Messe weiß ich nicht, ob das wirklich so einschlagen würde, weil es tatsächlich eine sehr starke Nische ist. Aber wir sehen ja, dass sentimentaler Wert ein großer Punkt in der Sneaker-Welt ist. Ja, und dementsprechend, ja, genau. Und deshalb denke ich, man sieht auch, dass Vintage so ein bisschen mehr kommt, ob das jetzt in Form von Retro-Games oder allen möglichen Sachen ist. Also gerade auch im Streetwear sieht man ja, Vintage ist heißer denn je. Und ich glaube schon, dass Vintage ein bisschen mehr Nische bekommen könnte auf den Messen wieder. Ich glaube, das würde die Leute auch interessieren, weil sie auch so ein bisschen mehr Heritage dadurch mitbekommen, ohne es jetzt unbedingt erklärt aufgezwängt zu bekommen, sondern halt einfach nur durchs Gucken, wie wir das früher gemacht haben. So, ja. Ich glaube, gucken ist ein ganz, ganz großer Themenpunkt auch. Einfach schauen, wie du schon gesagt hast, was tragen die Leute am Fuß, wie ziehen sie sich an, wer macht was. Ich muss sagen, der Vibe gefällt mir sehr gut. Gerade auch, obwohl November, obwohl regnerisch, obwohl es früh dunkel wird, trotzdem Leute sind gut drauf, haben Bock, sich die Messe zu geben. Julia, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sehen uns gleich noch auf der Bühne beim Panel Talk wieder. Das freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann bis ganz, ganz bald. Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Immer gerne. Auf den Stufen, in den heiligen Hallen sozusagen, haben wir uns hier einen Platz sichern dürfen. Die Security war so nett. Ich sitze hier mit Vadim. Grüß dich. Du bist das erste Mal auf der Crab City, richtig? Ja. Crab City Berlin bin ich das erste Mal, genau. Welche Messen hast du denn dieses Jahr ansonsten mitgenommen? Mailand Sneakerness, Rotterdam Sneakerness, Amsterdam, Nijmegen. Ich glaube, es waren knapp 10 Stück. Also ich bin sehr viel unterwegs auf Messen. Wow, das klingt auf jeden Fall nach ziemlich viel zu tun auf jeden Fall. Wie würdest du denn jetzt die Crab City in Berlin im Vergleich so einstufen? Tatsächlich gelungen. Das Einzige, was ich jetzt aus Seller-Sicht anhadern muss, ist die Parksituation. Das Problem hatten wir auch schon. Deswegen, ich finde es dann halt immer aus seitens der Veranstalter sehr zuvorkommend, wenn die gerade für große Autos halt irgendwie eine Parkmöglichkeit organisieren. Aber ansonsten, Location ist top, die Organisation ist top. Alles wirklich, kann es nur empfehlen, auch für Besucher oder Seller. Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir hier noch zwei andere Messen direkt nebendran haben. Das haben wir nämlich festgestellt, irgendeine für Kunsthandwerk und nochmal eine Zukunftsmesse oder sowas. Ja. Ich glaube, die haben sich ein bisschen geärgert, weil da waren die Schlangen nicht so lang wie hier gerade. Das glaube ich auch. Was würdest du sagen, was hat sich dieses Jahr am besten bei euch verkauft? Jordan 4. Der Hype ist immer noch da, auch wenn es natürlich abflacht, sieht man auch über die letzten Releases so. Für den normalen Träger natürlich sehr angenehm, so dass die Resale-Preise und so stagnieren, sage ich mal. Auch jetzt gestern kam der Craft Olive raus, ist ja teilweise auch noch für Retail zu verfügbar. Top-Schuh, optisch absoluter Hingucker, aber ja, der Hype flacht ab.
Und wenn du jetzt für dich persönlich nachdenkst, so, was wäre so dein Sneaker des Jahres? Weil wir kommen ja so langsam ans Ende 2023, ist nur noch ein Monat, wir wissen aber schon mehr oder weniger, was jetzt noch alles kommt. Kann natürlich auch sein, dass es ein Sneaker des Jahres aus dem Dezember wird, aber wenn du so über das Jahr nachdenkst, was ist so dein Top-Pick? Für mich als Personal Paar, ich glaube, der Supreme SB Ramsey, der Low Top. So, ja. Ich bin sehr Supreme-Affiliate und deswegen, ich glaube, der Supreme SB Ramsey hat es mir angetan. Da läufst du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Warte, ich danke dir, viel Erfolg noch. Danke dir ebenso, ja. Aaron, how are you? I'm great. It's good to be here in Berlin, seeing a lot of people and yeah, just kind of soaking in the atmosphere. So yeah, thanks for having me as well. Yeah, glad to have you on as well. So you are the regional manager for StockX. Walk us through that. What do you do? What are your responsibilities? Okay, so have you ever sold a pair of shoes or a hoodie, whatever it is on StockX in the UK? It's probably come across my desk at some point. Maybe not the actual pair. You know, I don't verify myself, but I kind of oversee the whole sales side. So just making sure that we've got the best sellers coming to the platform with the best product so that when our buyers visit the site, it's all there at their fingertips. So anything sale related in the UK, that falls on me. And Trep City is in Berlin for the second year in a row. StockX was present last year, StockX is present this year. Why is it strategically important for StockX to be involved in community events such as this? I'm lucky enough to know the Crep City guys from way back when it was in Brick Lane in London. It's a really important event culturally just for the sneaker game in general. And I think the way it's grown and to become a multinational event as well, we have to be at events like this because everyone here that is interested in the exact kind of thing that we have on our platform, right? And to put a face to the name, massively important. So we're with our key demographic in a great environment and everyone's hyped to be here, right? Like that's the most important thing. You're here because you're interested. We love what we do and we're speaking with like-minded people. So yeah, it's brilliant to come to these sort of events. I already saw there was a Fragment Jordan 1 on the table. Talking about your favorite shoe, because the Fragment 1 is one of my favorite shoe of all time. So what would you say is your fave of all time? Okay, so I'm kind of like a retro runner kind of guy. So nice. Like some New Balance or some old Asics, Saucony, you know the End Burgers? Oh yeah, yeah, I do remember. That's my favorite pair. But the problem is they're like 10 years old and when the weather's bad, there's no way I'm bringing them out of the house. So they kind of sit on a shelf in my office and I just look at them. Or the Quagmire Dunks, I chased those for a long time. That's another sit at the back of my office kind of shoe. So yeah. I love skate shoes, my dunks, everything like that, but I also love my retro runners as well. So if I see anything here that maybe I haven't been able to pick up on StockX, but you know, there's plenty there. But I may be in the market for something like that. I know what you mean. Speaking of seeing what people are wearing, what people are buying and selling, how would you say Crep City Berlin differs to maybe events in the UK in terms of what people like, what people are wearing? Berlin has its own style, right? Very defined kind of silhouettes and cuts that people are wearing. But the sneakers are kind of like up for debate. And I'm seeing a lot of different stuff here. I'm seeing a lot of similarities. There's, you know, your techie kind of shoes that we're seeing, maybe like people in Hockers or something like that. You know, your all day kind of cut. I mean, I'm in 990 V6s. I'm on my feet all day today. I need something comfortable. So we're seeing that kind of stuff. We're seeing some Nike runners as well, but also, you know, your Adidas Sambas, your campuses, that sort of stuff as well, which, you know, not going to surprise anyone. Big shoe on StockX this year. We're seeing a lot of that kind of like indoor shoes, your Specials, that kind of stuff coming through. So yeah, a lot of that on foot as well. So interesting stuff. Thanks for the interview. Thanks for taking your time. Wir sind jetzt schon ein Weilchen auf der Crep City, haben ein paar Runden gedreht, uns ein paar Sachen angeschaut. Amar, hast du den Schuh gefunden, für den du hierher gekommen bist? Du meinst den Red Lobster SB in einer US-10 für einen guten Preis? Nein, leider nicht. Ich habe aber ehrlicherweise oder auch glücklicherweise keinen Red Lobster gefunden. Das heißt also, ich muss mich nicht darüber ärgern, dass er nicht in meiner Größe war oder der Preis zu heftig war, weil er war einfach gar nicht zu finden. Ich muss aber auch sagen, die Messlatte war ja sehr hoch. Es standen ein paar andere sehr schöne Dinge da für auch einen vielleicht nicht unbedingt guten, aber sehr hohen Preis. Auch da glücklicherweise nicht meine Größe. Ich bin gespannt, ob ich noch irgendwas finden werde, aber Stand jetzt, ich bin nicht traurig drum. Ich finde es geil, was auf den Tischen steht. Ich finde die Vielfalt auch cool. Natürlich, klar, wir haben unsere Jordan 4, unsere Jordan 1, unsere Dunks, ein paar Sambas, Gazelle. Die Sachen sind natürlich zu finden.
Aber ich finde, overall kann man in Berlin auf der Crab City schon so den einen oder anderen Schuh mitnehmen. Und das gefällt mir recht gut. Wie ist es bei dir? Ja, da bin ich ganz bei dir. Also der Mix macht es. Und, It's in the mix. Ich habe, genau wie du gesagt hast, ich habe meinen Schuh nicht gefunden, was es ein bisschen einfacher macht. Aber du hättest den Jaunt mitnehmen können. Ja, den Jaunt habe ich aber in der anderen Farbe und deswegen ist es so, will ich dafür einen Taui ausgeben. Ja, ne? Und als der Double Taps rauskam, der hat mich wirklich damals so geflasht. Colorway ist einfach super. Der V6 99er ist nicht ganz so meins. Der kostet wahrscheinlich so ein Viertel davon, was der 992 kostet. Aber wie gesagt, ich bin nicht sad. Es gab sehr, sehr viele schöne Schuhe. Und wir haben ja auch noch ein paar Minuten. Das Vielleicht stimmt. haben wir noch Glück. Vielleicht kommt ja noch wer um die Ecke, so wie eben, und seiner meinte, ey, aber guck mal, da. Und ich war so, ja, danke. Never say never. Ja, genau das. Wir gehen noch weiter und schauen uns den Rest an. Let's do it. Let's do this. Ich bin hier mit meinem anderen Co-Host von The Kickback, JD Kick 6. Nice to have you on the show. What's going on, man? Hey, what's good? How are you doing? So, you're here at Crab City. What's your first impression on the Messe? I was pretty impressed with the event. There's quite a lot of vendors here, a lot of sneakers. Definitely impressed with what everyone's wearing on feet. I saw some pretty rare kicks. Word is still out if they're real or not, but I was pretty impressed. So are you looking for anything in particular, or are you just kind of browsing, and are you planning on leaving here with a new pair of shoes? Not, I don't know about new, but I was impressed with the used table over there. There's a lot of gently worn sneakers for very, very good prices. So I did see a pair of Taupe Haze Jordan 4s I got my eyes on, so maybe might leave with that. We'll see. Okay, now real quick, just in terms of like the overall sneaker culture and the development of kind of the resale market in the last year, what's your take on kind of the average falling prices and the increased availability of sneakers also at retail? What are your thoughts on that? I feel like if you're really someone who loves sneakers, it's such a good time right now, at least way better than the last few years, because if you truly want a sneaker, you can get it for a pretty good price. Most of the sneakers be sitting nowadays too, so it's just way easier to get. So if you love sneakers, you gotta love how it is right now. Awesome. Thank you very much, Josh. Glad to have you on the show, bro. Thank you. Wir haben hier in der Menge noch einen Freund des Podcasts auftreiben können. Kaiser, Streetwear- und Sneaker-Liebhaber, Connoisseur, Brand-Experte, Consultant. Wie geht's dir, mein Freund? Warte mal kurz, warum mache ich eigentlich immer die Intros, wenn du so wunderschöne Dinge zusammenbaust? Das ist ja der Wahnsinn. Sehr nice. Danke. Ich kann es auch nochmal machen. Kaiser. Okay, perfekt. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin, wie gesagt, großer Freund des Podcasts. Schön, euch beide mal wieder zu sehen. Wir sehen uns ja ab und an mal. Wir haben uns länger nicht gesehen. Aber dafür ist ja so eine Turnschuhmesse da, dass man sich mal sieht. Ne? Turnschuhmesse 2023. Ja. Du hast Turnschuhmessen gemacht, da hießen die noch, weiß ich auch nicht, Turnschuhmessen. Was erwartest du heute noch 2023 von einer guten Sneakermesse? Also das Ding ist, ich würde natürlich gerne komplettes Recap geben von allem, was ich bisher gesehen habe. Ich habe leider noch nicht so viel gesehen. Ich habe mir aber das erste Mal in meinem Leben gestern Sneaker-Recaps von Vlogs angeguckt, nämlich von letzten Jahr hier. Ein bisschen, so meine Freundin hat gespoilert. So, ich wollte eigentlich sagen, ich will mich überraschen lassen. Habe jetzt draußen ein bisschen rumgestanden und ich habe viel beobachtet und ich muss eine Sache sagen. Es gibt einen krassen Unterschied, der ist aber eigentlich sehr, sehr nice, nämlich, dass das inzwischen so ein Generationending geworden ist. Weil, wieso guckst du dabei Fabs an? Weil es unverschämt wäre, wenn ich nur dich angucken würde. Das stimmt. Siehst du? Er hat da immerhin das schöne Intro gemacht. So. True. Naja, auf jeden Fall, wohingegen vor ein paar Jahren, du hast halt sehr viele Leute im selben Alter gesehen, die auf demselben Stuff standen. Gut, wir sind in Berlin, das heißt, draußen steht einer rum, der sieht eher aus, als wäre aus einem Anfang 2000er Hip-Hop-Video und ich sehe eine Menge ZX, was mich immer sehr, sehr freut. Tollster Schuh. Aber ich sehe auch viele Familien. Und das ist dann wirklich so, entweder sind die Kinder im Alter wie mein Neffe, also so um die 13 oder halt noch kleiner. Und da siehst du dann wirklich so diese Generation von Turnschuhliebhabern, weil dann die Väter, die hier mit einer kleinen Woodwood-Mütze rumlaufen, die haben dann die New Balance an. Die 13-jährigen Boys tragen die Jordan 4er oder Dunks natürlich.
und viele Mütter, die dann auch auf dasselbe gehen. Aber was ich extrem sweet finde, ich habe auch ein, zwei so Familien gesehen, wo dann so die Mütter sowas Sneaker-ähnliches anhatten, weißt du? Halt nichts Richtiges. Aber keine Sneaker-Wedges. Ja, dann so Roshis von Deichmann aber. Aber du siehst halt, die Mutter denkt sich, mein Kind möchte hier hingehen, Sneaker und so weiter, mach ich mal mit. Und das ist schon ganz sweet. Das gefällt mir sehr gut. Was wäre denn eigentlich dein Grail, nach dem du schaust? Oder gibt es noch irgendwas auf einer Messe, wo du sagst, hey, vielleicht habe ich dieses Mal Glück, ich werf mal einen Blick drauf, ansonsten ey, irgendwann StockX, mal gucken, was muss noch ran? Was hat der Kaiser noch nicht im Schrank? Es gibt halt so gewisse Sachen, die sind komplett geistesgestört, die sind aber, glaube ich, auch vom Preis her so, dass ich da nicht Ja sagen würde, so wie der Ari Menthol, von wem ist der Dude nochmal? Dieser quasi Nike-Bootleg, der in so einer Menthol-Zigarettenverpackung drin ist. Das erste Mal, als der Swoosh auch nochmal so umgedreht war. Ganz genau, genau. Ganz, ganz wegweisend für heutige Generation. Aber den auf einer Messe zu finden, boah, ich glaube, das ist schiere Unmöglichkeit. Ey, ich habe in dem Recap von letzten Jahr gesehen, dass, ich weiß nicht, ob die heute da sind, aber dass die Holländer aus Utrecht da sind. Ja, die sind da. Und die kenne ich halt seit meiner ersten Messe und die hatten schon Proof Eminem Nikes bei mir. Wirklich? Ja, 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 in Bielefeld damals. Okay, das müssen wir gleich also, noch... Müssen also noch alles ist möglich. Alles ist möglich aus 2023. Was ist das Letzte, was du so gekauft hast für dich? Das Letzte, was ich mir turnschuhmäßig gekauft habe... Also das Ding ist, ich habe das Glück, dass ich ab und an mal was kostenlos bekomme. Deswegen will ich auch gar nicht großartig lügen. Und wenn ich mir was kaufe, ist es meistens so ein bisschen... Es kommt natürlich alles vom Sneaker-Game her, weil da ist meine Begeisterung für Schuhe gewachsen. Aber ich habe mir tatsächlich, weil auch der Winter kommt, ich habe mir letztens Doc Martens gekauft. Das ist, glaube ich, eine sehr stabile Wahl, würde ich sagen. Es gibt da aber auch krasse Kollabos, aber ich habe einen ganz normalen genommen. Also, wenn ihr mal... Keine Born and Raised? Nee, mit dem Spinnennetz? Tatsächlich nicht. Aber Rest in Peace an den Born and Raised Guy, der war großartig. Du trägst gerade Mizunos. Hier sehen wir auch sehr, sehr viele Nikes. Du hast ja den Air Jordan 4 angesprochen. Ich glaube, 2023 und auch 2022 war ja geprägt von dem Trend, dass es gar keinen einen Trend gab. Ne? Vieles kam hoch, On Running zum Beispiel, Mizuno hat ja jetzt ein bisschen mehr Hype, ASICS ist wieder ganz oben. Wie siehst du diese Entwicklung dieses Jahr und vielleicht schon so ein bisschen ins nächste Jahr? Also generell ist ja dieser Generational Gap, aber es gibt ja halt immer wirklich verschiedene Altersstufen, die verschiedenen Stuff tragen. Deswegen, ich glaube, es wird die nächsten Jahre immer dabei bleiben, dass es halt keinen durchgängigen Trend gibt. Was natürlich in den letzten Jahren dadurch, dass das Sneaker-Game so groß geworden ist, hat es natürlich seine Einflüsse in andere Bereiche gefunden. Mainly durch Leute wie Virgil Abloh in High-Fashion. Und bei so High-Fashion-Dudes ist es ja eh, dass die stehen halt auf sowas wie ASICS. Deswegen Mizuno, die so eine technische Herangehensweise an ihre Silhouetten haben, aber vorher nicht so krass in diesem Sneaker-Game stattgefunden haben, außer du fragst jetzt irgendwelche Nerds in Brasilien. Da war das dann halt was wirklich genau den Zeitpunkt getroffen hat. Okay, wir wollen technisches Zeug, wir wollen Y2K-Ästhetik und vor allem wollen wir was jetzt nicht schon von jedem getragen wird. Und das ist eigentlich das gute Ausgangslage für solche Brands wie ASICS oder Mizuno. Ich meine, du siehst ja auch bei vielen anderen Brands, dass die plötzlich silberne Running-Silhouetten rausbringen, was sie vorher nie gemacht haben. True, true, true. Ich meine, wir sind ja auch ziemlich anders. Ne? Amar trägt viel SBs, ich trage viel alles Mögliche. Und ich finde, es ist schön, dass auch... Das ist eine tolle Zusammenfassung. Es ist schön, dass in der Kultur oder in der Weiterentwicklung der Kultur wieder gespiegelt zu sehen. Na, am Ende des Tages ist es ja, wenn du sagst, er trägt viel SB und du trägst alles, dann ist das ja quasi so einmal die Evolutionstheorie des Sneaker-Games, denn für mich persönlich, das hat alles mit SBs angefangen, weil die das erste Mal den Reiz gegeben haben durch irgendwelche Themen. Dass du gesagt hast, boah, okay, das ist jetzt nicht ein blauer Schuh, der cool aussieht, weil er blau ist, sondern ey, der ist blau, weil er auf einer Haarspraydose beruht, die in New Jersey damals die Hair-Metal-Leute genutzt haben. Interessant so. Also mit SB würden, glaube ich, viele Leute sagen, damit hat es begonnen. Ich kann das auf jeden Fall sagen und würde auch gerne sehr, sehr viel mehr SB tragen, hätte ich nicht alle meine Dunks verkauft, bevor sie teuer wurden. Lass uns nicht darüber sprechen. Kaiser, schön, dass du da warst. Wir gehen jetzt mal über die Messe, nachher noch Panel Talk. Freuen wir uns sehr drauf. Immer schön. Hat mich sehr gefreut. Und kauft viele schöne Sachen, Freunde. Und hört Oshun. Bye, bye.
Crab City 2023 in Berlin. It's a wrap. It's a wrap. War gut besucht. Ja. Entspannte Atmosphäre. Ich würde sagen, voll. Schöner Sonntagsausflug. Durchaus. Für andere Leute, die jetzt gerade noch, ich sag nicht zu spät kommen, aber jetzt kommen, auch da ist noch einiges los. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Ich glaube, die Leute haben an diesem Sonntag auf jeden Fall eine gute Idee gehabt, hier hinzukommen. Ja, und ein paar Leute ordentlich was dagelassen an Euros. Ein bisschen auf den Tisch. Ich fand auch persönlich die Auswahl noch besser als letztes Jahr. Da waren so ein paar Pieces, wo ich dachte so, oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. So, ja, hat mir auch gut gefallen. So ein paar Jound New Balance ältere, nicht neuere, die waren auch dabei. Und dann diesen Mars Yard Overshoe heißt der, glaube ich. Stimmt, den, ja. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen, live. Die schöne SB-Dunks waren auf jeden Fall auch dabei. Auch viele Sachen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Weil ich sie in meinem Kleiderschrank verloren habe. Ist auf jeden Fall einiges gewesen, definitiv. Ja, leider war da kein Double Taps 992 für mich dabei. Es tut mir sehr leid, dass du kein Geld ausgeben konntest. Ich gehe jetzt leer aus, aber... In meinem Falle ja leider auch kein Red Lobster. Aber ich muss auch zugeben, ich habe die Messlatte sehr hoch gesetzt. Es hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn ich genau den noch irgendwo für einen sehr guten Preis gefunden hätte. In deiner Größe noch. Ja, genau. Gefunden habe ich ihn gar nicht. Aber ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. 2024 stehen auf jeden Fall einige Sneaker-Messen an. Wir freuen uns sehr drauf. Und hätten an dieser Stelle jetzt für die Leute, die den Podcast normalerweise hören, diese wunderschöne Outro Textgeschichte, die wir ja immer erzählen. Ne? Also folgt uns auf Facebook und Instagram, auf TikTok, YouTube, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, hier ein Kommentar, da ein Like. Deadstock Sneaker Blog, Sneakerjägers, Shoutout. Über 800 Bewertungen. Noch positive Bewertungen. Positive, genau, noch von irgendwem was Nettes. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es war auf jeden Fall nett und hat mein Herz erfüllt. Das lesen wir einfach beim nächsten Mal wieder vor, wenn wir uns wieder im Studio befinden. Das war die Crab City 2023. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Peace out.